Vielleicht wunderst du dich, warum ich als Psychotherapeut Eisbaden gehe oder sogar anderen Menschen empfehle. Eisbaden bietet dir die Möglichkeit, deine Realität zu verändern. Wie funktioniert das? Wir leben in einer sehr kausalen Welt von Ursache und Wirkung. Vereinfacht gesagt, wir erleben Dinge in unserer Umwelt und dann reagieren wir darauf. Ihr Pavlov der russische Nobelpreisträger hat schon am Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, dass, wenn ein Hund Futter sieht, hat er Speichelfluss. Es gibt also einen sogenannten Reiz, in dem Fall ist das das Futter, und daraufhin eine Reaktion. Speichelfluss. Wenn wir nun Zwei typische Österreicher heranziehen und wir präsentieren diesen zwei Österreichern ein Schnitzel. Erster Schnitzelesser. Der hat wieder Speichelfluss. Das ist ein richtiges Wiener Schnitzel mit Pommes und einer Zitrone. Der zweite Schnitzelesser zeigt Eke. Was ist da los? Das kann man mit dem Reizreaktionsmodell von Ihrem Pavlos nicht mehr erklären. Was ist also passiert? Dazu müssen wir uns ein anderes Modell anschauen, und zwar das von Albert Ellis, das sogenannte ABC-Modell, wobei A für Activating oder Reiz steht. Das heißt, A ist Activating oder eben der Reiz. Die Reaktion nennt er Konsequenz. Das heißt, Schnitzel ist Activating speichelfluss ist die konsequenz. aber er führt noch eine variable ein und zwar nennt er das die bewertung oder den belief. das heißt der erste österreicher bei dem der Schn das schnitzel etwas auslöst sagt schnitzel gut mm, und dann gibt es speichelfluss. der zweite österreicher ist eigentlich kein typischer österreicher weil er ist vegetarier. Oder sogar vegan. Zweiter kriegt der Schnitzel. Er hat Mitleid mit den Tieren oder ekelt sich einfach vor Schweinefleisch. Eke. So einfach das Modell ist, so revolutionär ist die Aussage. Die Aussage ist nämlich, es hängt nicht von den Situationen in unserem Leben ab, wie es uns geht, sondern es hängt von den Bewertungen der Situation ab. Wie es uns geht. Und wenn wir diese Bewertungen verändern könnten, hätten wir Einfluss auf unsere Realität. Wie ist das nun beim Eisbaden? Also 90% der Bevölkerung, glaube ich, denken, dass Eisbaden was für Verrückte ist. Ich dachte so, zumindest bis vor zwei Jahren. Und trotzdem wollte ich mir das beweisen, dass ich das auch kann. Also ging ich Eisbaden. Habe hier neben dem Haus gleich einen Teich und da ging ich eben rein. Ich wusste, dass das kalt werden würde und ich wollte halt einfach gegen diese Kälte ankämpfen. Also, ich sprang da rein mit einem Köpfler, dann spürte ich Schmerz und ich kann mich noch gut erinnern. Ich musste einatmen, und konnte nicht mehr ausatmen und, und meine Muskeln begannen zu verkrampfen und ich dachte, ich muss einfach nur mich anstrengen und stärker sein und schwamm so ein paar Meter, aber ich merkte, das wurde immer schlimmer. Also Eisbaden verwandelte sich in Schmerz. Ich kehrte um nach ca. 7 Metern und konnte mit letzter Kraft aus dem Wasser kommen und ich war auch zum Glück noch allein dort. Also, wenn da was passiert wäre, wäre wirklich was passiert. Und es war die absolute Niederlage. Denn ich würde so niemals zehn Minuten in dem kalten Wasser überstehen. Gut, ich habe es überlebt, also war es ja doch positiv. Aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte wissen, wie schaffen das denn die anderen? Und ich habe mich eingelesen in das Thema. Und da ging es darum, dass man diese, diesen Schmerz oder diese Kälte akzeptieren sollte. Und zwei Wochen später ging ich wieder zu demselben Teich. Aber diesmal machte ich mein Ego kleiner. Ich dachte nicht, ich bin der große Chris, der gegen diesen Teich kämpft, sondern ich bin ein Nichts. Ich, ich bin ein Lulu. Und wenn ich da reingehe, lasse ich die Kälte einfach durch mich hindurchgehen, weil ich ja nichts bin. Und wieder ging ich in das Wasser rein und ich spürte am Anfang wieder den Schmerz. Und ich musste wieder einatmen, aber ich hörte auf zu kämpfen. Ich ergab mich der Kälte. Und dann begann etwas Interessantes. So circa nach zwei Minuten löste sich der Schmerz in nichts auf. Und ich konnte es dann wirklich auch aushalten, ein paar Minuten in diesem kalten Wasser zu sein, ohne ein unangenehmes Gefühl. Also durch Akzeptanz hat sich der Schmerz. In nichts aufgelöst. Und die Konsequenz war, dass ich anstatt einer Niederlage gelernt habe, ich kann Schmerz verwandeln durch Akzeptanz. Und diese Fähigkeit ist eine extrem wertvolle in der psychotherapeutischen Arbeit oder überhaupt im Umgang mit sich selber. Denn wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir die Situation nicht verändern können. Nicht beim Eisbaden, brauche ich einfach nicht reingehen. aber was ist, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Was ist, wenn wir verlassen werden? Was ist, wenn wir betrogen werden? Was ist, wenn wir eine schreckliche Krankheit haben? Manchmal können wir die Situation nicht verändern, aber wir können immer die Bewertung der Situation verändern. Und wie kannst du das nun lernen? Mit dem Eisbaden. Und fang einfach mal an morgen, dass du 30 Sekunden dich in der Dusche kalt abduscht. Und das wird unangenehm sein. Ich verspreche dir das. Das ist unangenehm. Aber schau einfach mal, zähl, ob du 30 Sekunden aushaltest. Dann steig es am nächsten Tag auf 60 Sekunden. Und dann steig es auf 90. Und am vierten Tag steigerst du es auf 120 Sekunden. So lange dauert es nämlich, bis sich der Schmerz langsam auflöst. Und mit jedem Mal, wo du das dann wiederholst und auch noch ein bisschen steigerst, wirst du dir bewusster und sicherer, dass du Schmerz durch Akzeptanz verwandeln kannst. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft in unserem Leben.